Robert Havemann ist Ihr alter Freund, ist gleichzeitig jemand, der Honecker auch persönlich kennengelernt hatte im Brandenburger Zuchthaus. Ja. Sie hatten bestimmt auch mit ihm mal über diese Zeit gesprochen. Das ist stark untertrieben, sehr oft sogar. Was hat er Ihnen berichtet an Erwähnenswerten über Honecker? Na, Honecker war ein kleiner Kalfaktor im Knast in Brandenburg. Er war als ganz junger Kommunist und Schalmeinspieler verurteilt worden und saß da seine Strafe ab. Er war ein kleines Licht. Im Knast gibt es ja auch immer eine Hierarchie, auch unter den Häftlingen. Und zwar sowohl eine kriminelle als auch eine politisch-moralische Hierarchie. Und Honecker war auf dieser inneren Hierarchieleiter ein kleines Licht, was nur erwähnenswert ist, weil er später der Chef wurde. Sie verstehen? Ja. Und Havemann war sozusagen das passende Gegenstück. Havemann war der große Held da. Ja? Und das ist eine lange romanhafte Geschichte, die ich jetzt nicht stundenlang erzählen kann. Der hatte es geschafft, mit Hilfe von Freunden von draußen den Nazis einzureden, er könnte noch kriegswichtige Entdeckungen machen. Als Chemiker und Physiker, der er war, von hohen Graden, ein heller Kopf. Ne? Und da die Nazis dachten, schaden kann es nicht, der Krieg ging auch immer schlechter, dachten sie, lassen wir doch den Kopf noch ein bisschen für uns arbeiten, bevor wir die Rübe abhacken. Gleichzeitig war Herr Havemann im Gefängnis auch ein wichtiger Kopf für die politischen Gefangenen. Na, er war ein Zentrum der Widerstandsbewegung. Er hat unglaublich freche, mutige und kluge und gute Sachen gemacht. Aber das ist eine lange, lange Geschichte. Aber im Verhältnis zu Honecker, verstehen Sie, war das natürlich ein schreiender Unterschied, der nur deswegen erwähnenswert ist, weil es nachher, wie im Roman, genau umgekehrt ging. Ne? Dass dieser kleine Piesel da, der Kalfaktor, der oberste Chef war, auf der Machtleiter der DDR, und der Havemann dann, als er verboten war, so wie ich, der letzte Hund. Ne? Insofern ist das schon eine romanhafte Konstellation, finde ich. Ja. Sie hatten in dem FAZ-Artikel zu Honeckers Ableben mal eine Geschichte erwähnt, die Robert Havemann Ihnen auch erzählt hat. Und zwar ging das um eine Legende, beziehungsweise den wahren Sachverhalt zu einer Legende. Wie erlebte Honecker das Kriegsende? Und Havemann wusste den wahren Hintergrund. Na, nicht nur Havemann, das wussten viele. Mhm. Was war das für eine Geschichte? Och, das ist übrigens wirklich die Geschichte, die am meisten für Honecker spricht, in meinen Augen. Das ist ein Moment, wo ich ihn wirklich liebe. Und das ist ja schön, wenn ein Mensch, den man dermaßen verachtet und hasst und fürchtet, wenn man dann so einen Punkt findet, wo man sagt, bist doch ein toller Kerl manchmal gewesen. Der Honecker hat was prima gemacht. Honecker, weil er ja auch nicht so ein gefährlicher Häftling war, aus Sicht der Nazis, wurde eingeteilt zu einem Arbeitseinsatz im zerbombten Berlin, wo ja, wie Sie wohl wissen, Häftlinge unter Bewachung die Trümmer wegschaffen mussten, Aufräumungsarbeiten, was auch immer. Ich glaube nicht, dass die Dächer gedeckt haben. Honecker war zwar Dachdecker vom Beruf, aber der hatte eher einen Dachschaden, als dass er je in seinem Leben wirklich ein Dach gedeckt hat. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Aber wichtiger ist was anderes. Honecker gehörte zu einem Aufräumkommando. Übrigens auch keine ungefährliche Sache. Ein Häftling, der erwischt wurde, dass er einen Schnürsenkel, die hatten Schuhe ohne Schnürsenkel manchmal, verstehen Sie? Und da fällt man ja leicht aus den Latschen und man möchte das gerne haben. Und wenn der aus den Trümmern sich einen Draht, einen Klingeldraht, der da zwischen den Trümmern lag, genommen hat und sich daraus einen Schnürsenkel gemacht hat, wurde er erschossen. Ich finde das für einen Schnürsenkel relativ teuer.
Also, es war schon schlimm genug. Aber Honecker hatte offenbar eine Liebschaft mit einer Gefängnisaufseherin im Knast. Wie er das geschafft hat, ist sein süßes Geheimnis. Wer da wen verführt hat, geht uns auch heute noch nichts an. Wichtig ist, dass er bei einem solchen Einsatz als Trümmer, Aufräumer, wahrscheinlich mit Hilfe dieser Frau, es geschafft hat, wegzulaufen, unerkannt. Und sie hat ihn dann bei sich versteckt, bis zum Kriegsende. Im Grunde ja eine ganz und gar einfache menschliche Liebesgeschichte, die man ja nur sympathisch finden kann, oder wie? Dass ein Häftling wegläuft, ist doch schon mal prima. Dass er es schafft, ist wunderbar. Dass er in einem Bett landet, wo sogar eine Frau drin liegt, also besser kann man es ja gar nicht treffen, oder? Das kann uns doch nur sympathisch berühren. Und was ist nun der heikle Haken an dieser Geschichte? Honecker hatte diesen Fluchtversuch, der so schön gelang und auch noch so erotisch abgepolstert war, gemacht ohne Parteiauftrag. Ohne, dass die Parteigruppe im Gefängnis davon wusste. Er hat es auf eigene Faust gemacht. Es war ein Alleingang. Verstehen Sie? Und von mir aus gesehen kann man ihn doch nur dazu beglückwünschen, dass er nicht vorher bei diesen dogmatischen Genossen nachgefragt hat, ob er mit der Wärterin des Gefängnisses was auch immer machen darf. Verstehen Sie? Das hat ihn doch gerettet. Und diese von der Partei nicht abgesegnete Flucht war der schwarze Fleck in seiner Kaderakte. Und musste, weil er ja nun so mächtig aufgestiegen war, vertuscht werden. Das durfte keiner wissen. Es wussten aber viele. Es durfte aber keiner sagen. Das wäre sehr ungesund gewesen. Ja? Und die Brandenburger, so nannten sich die befreiten Häftlinge des großen Gefängnisses Brandenburg, das auch in der DDR übrigens weitergeführt wurde. Ich habe viele Freunde von mir, die dann bei der Stasi in Brandenburg saßen. Aber das nur nebenbei. Die Brandenburger, also die befreiten kommunistischen oder sozialdemokratischen oder christlichen Häftlinge, was auch immer, die trafen sich einmal im Jahr. Zu so einem, wie sagt man, Veteranentreffen, nein, also Kameradschaftszusammenkunft, ich weiß den Namen nicht. Und natürlich kreuzte da in all den Jahren, als Havemann noch nicht verboten war, der schillernde, glänzende, elegante, umschwärmte, attraktive Professor Havemann auf und der etwas mickrige, aber in die Macht doch eingebundene Honecker auch. Und keiner von den sogenannten Brandenburgern durfte irgendwie auch nur anmerken, dass Honecker nicht dabei war, als die Rote Armee, die sowjetische Armee, die übrigens, das sollten Sie wissen, zu dieser Zeit nicht mehr Rote Armee hieß. Stalin hat sie umbenannt und das hat sehr ernste Gründe. Deswegen erwähne ich es. Egal, die Russen haben das Brandenburger Gefängnis doch befreit. Und mit Anführer Havemann sind die Häftlinge dann nach Berlin von Brandenburg und haben dann dort gemacht. Aber unser Freund, Honecker, war nicht von der Partie. Bei dieser Landpartie ins Freie war der Honecker nicht dabei, weil er ja mit der Nazi-Dame vom Wachpersonal im Bett lag. Ne? Und das war natürlich aus seiner dämlichen Sicht
eine Schande, ein Parteiverrat. Was er natürlich für ihn, für sie sehr sympathisch macht. Ja, aber nur. Und wissen Sie, was das Tragische und Komische zugleich an dieser Konstellation ist? Ich vermute mal, da er ja so ein typischer Apparatschik war, der Honecker. Ich wollte gerade sagen Habermann. Also, da der Honecker so ein typischer engstirniger, kleinherziger, ängstlicher Apparatschik war, der immer in den Kategorien von Parteidisziplin und Kaderakte und Auftrag der Partei und Parteikontrollkommission und den, verstehen Sie, so war der doch strukturiert. Und einmal in seinem ganzen Leben, vermute ich, macht er was auf eigene Faust, ohne den Segen oder den Befehl der Partei, benimmt sich also wie ein normaler Mensch, ist in Lebensgefahr und rettet seinen kleinen Hintern. Mit oder ohne den Hintern dieser Wärterin da. Geht uns doch gar nicht an. Soll uns doch egal sein. Können wir uns freuen für ihn. Und? Ja, aber und daran sehen Sie das ganze Elend dieses Regimes, dass er sich dafür schämen muss. Wo er lachend sagen sollte, ich habe es geschafft. Verstehen Sie? Das musste er wie eine Schande wegdrücken. Und das Erbärmliche daran, dass alle, die mehr oder weniger nun zur Macht gekommenen Genossen aus seiner Clique da, aus dem Brandenburger Knast, wussten es alle, haben alle schief gegrinst dabei, die einen mehr böse, die anderen mehr peinlich berührt, aber keiner durfte es sagen. Und mein Freund Havemann hat es auch nicht gesagt. Das wollen wir in der Eile nicht vergessen. Der wusste auch, wo Gott wohnt, wo der Hammer hängt und wo die Sichel hängt. Das war gefährlich. Aber das, so eine Episode in seinem Leben, verstehen Sie, die wirft ein Licht auf seinen Charakter, auf das, was Gutes in ihm als Möglichkeit steckte und wie es durch dieses System, dessen Teil er selbst war, wieder zerstört wurde. So kompliziert sind die Menschen, wenn man genauer hinblickt. Und nicht so einfach, nicht so eindimensional, wie sich die Piesel das immer vorstellen.